liebe Patreon, herzlich willkommen zu einer weiteren Kickstarter-Preview, für die ich kein Geld kriege, dafür kriegt ihr meine ehrliche Meinung. Und heute geht es um Euthesia von DieA Games. Ich hoffe, ich habe beides richtig ausgesprochen. Ist noch ein ganz junger Verlag und die haben hier ein Projekt auf die Beine gestellt, das rein optisch schon mal so ein bisschen an Diablo 2 und Baldur's Gate erinnert, diese alten PC-Klassiker. Der ein oder andere von euch hat sie vielleicht gezockt und auch spielerisch geht das in eine ähnliche Richtung. Wichtig vorweg, falls während des Kickstarters genug Leute vorhanden sind, die Interesse an einer deutschen Ausgabe haben, dann wird es wohl auch auf Deutsch kommen. Zumindest die Anleitung wird es auf Deutsch geben. Der Rest ist mehr oder weniger sprachneutral. Also je nachdem, wie gut es läuft, könnten 150 Bäcker, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, reichen. Ob dieses Spiel für euch von Interesse ist, das seht ihr jetzt. Bevor wir jetzt gleich mit den Regeln anfangen, gucken wir erstmal ganz kurz, was wir so an der Seite des Spielfelds liegen haben. Zum einen haben wir hier den Track, da zählen wir, in welcher Runde wir sind und wie viele Erfahrungspunkte wir gesammelt haben. Und da sieht man auch immer, an welchen Stellen man neue Fähigkeiten lernen kann. Hier haben wir die Auslage für die verschiedenen Märkte, wo man was kaufen kann. Da kann man einmal for free das Sortiment ändern. Ansonsten kostet das ein und man kann hier auch sich die Zeit nehmen, neue Fähigkeiten zu lernen oder sich zu heilen. Hier drüben haben wir noch das Combat Cardboard, zum einen mit den verschiedenen Monstern. Die werden dann immer stärker, bieten aber auch einen größeren Loot. Gehen wir aber später noch genauer drauf ein. Außerdem hier noch die Karten, mit denen man die Monster verstärken kann. Und dann hier fürs Mining kann man hier verschiedene Schätze und Mineralien finden. Werfen wir einen schnellen Blick aufs Spielerboard. Hier links sind die Fähigkeiten, die man während des Spiels lernt. Je nach Erfahrungsstufe kann man dann hier neue Fähigkeiten lernen. Und diese Slots muss man natürlich erst freischalten, bevor man da die neuen Fähigkeiten drauflegen kann. Hier unten, das sind die drei Hauptaktionen, die wir machen können. Hier lagert man sein Geld. Hier sieht man, wie viele Lebenspunkte man hat. Dieser Charakter startet mit 6. Wenn er Lebenspunkte verliert, geht das runter. Wenn er mehr dazu kriegt, dann erhöht sich die maximale Lebenskraft. Hier kann man noch diverse Sachen lagern in seinem Rucksack und hier hat man natürlich auch noch diverse Gegenstände, die man sich anziehen kann. Das ist alles nichts Neues, da brauche ich eigentlich auch nicht tiefer drauf eingehen. Gucken wir erstmal hier, wie sich das Spielfeld zusammensetzt. Je nach Szenario werden hier vorher welche ausgewählt, teilweise zufällig, teilweise bestimmt. Die werden dann gemischt, ergeben dann einen Nachziehstapel und man beginnt hier. Und wenn ich keine Aktion mehr zur Wahl habe, dann ist für mich die Runde beendet. Wenn von allen Spielern die Runde beendet ist, dann geht es weiter zur nächsten Runde. Ansonsten spricht man erstmal von Turns. Und in einem Turn könnte ich hier verschiedene Aktionen auswählen. Zum Beispiel kann ich hier mich um ein Feld bewegen oder Mining machen. Hier kann ich mich 2 Felder weit bewegen und einen Trade, also irgendwas kaufen. Und hier kann ich mich 3 Felder weit bewegen oder kämpfen. Ich kann immer nur entweder oder machen. Also möchte ich vielleicht jetzt erstmal ein Feld gehen. Gehe hier hin. Ihr seht, das sind alles Prototypmaterialien. Ist aber soweit okay. Und sobald ich mich hier hinstelle, werden alle angrenzenden Felder mit neuen Feldern abgedeckt. Und darauf sehen wir jetzt verschiedene Symbole. Hier, das sind Portale, man kann von einem Portal zum nächsten gehen. Hier sind Felder, da kann man Handel betreiben. In dem Gebirge, genauso wie in Flüssen oder Höhlen, kann man nach verschiedenen Gegenständen suchen. Genauso kann man hier einen Schatz entdecken. Außerdem gibt es noch Elementare, die beeinflussen die Felder um einen herum. Und auch auf dem Elementarfeld selbst kann man einen Effekt, ein Event auslösen. Nun kann man diese Felder nicht einfach so bereisen, weil hier überall Monster sind. Hier sehen wir welche Stufe. Das ist am Anfang natürlich Monster der Stufe 1. Und wenn ich jetzt irgendwo hingehen möchte, zum Beispiel hier drauf, dann muss ich den Kampf aber auch ausführen können. Ich kann übrigens meine Bewegungspunkte aufteilen. Das heißt, wenn ich 2 Bewegungspunkte habe, kann ich erstmal einen Bewegungspunkt benutzen, dann kämpfen und dann geht es direkt weiter. Weil der Kampf wohl das anspruchsvollste hier ist, gehen wir mal eben schnell erst die anderen Felder durch. Wenn ich jetzt hier einmal nach Gegenständen suchen würde, dann würde ich hier mein Feld damit belegen. Vorausgesetzt, das Monster ist natürlich besiegt. Schauen wir doch mal, was sich dahinter verbirgt. Das kann ich dann auf einem verschiedenen Markt verkaufen. Entweder für 3 Münzen und einen Erfahrungspunkt oder um 2 von diesen Edelsteinen zu bekommen. Die Edelsteine, damit kann man natürlich verschiedene Ausrüstungsgegenstände aufwerten, damit die einfach besser sind. Gehen wir auch gleich mal zum Handel. Ist auch nicht so schwer, vorausgesetzt, dass dort ebenfalls kein Monster mehr vorhanden ist.
kann man dort Handel betreiben. Den hatte ich euch eben einmal schon mal kurz gezeigt. Ich schwenke da mal eben schnell rüber. Da kann ich mir verschiedene Gegenstände kaufen, wenn ich das nötige Kleingeld habe. Einfach zur Veranschaulichung nehme ich mir mal jetzt hier zwei. Bleibt zu guter Letzt der Kampf über. Gucken wir einfach mal, was da so für Informationen auf den Karten sind. Wir haben hier die Lebenspunkte, hier die Karten, die man nochmal extra dazu bekommt. Also eine silberne Kampfkarte, ein Chaosmarker und einen Gorestein, mit dem kann man einen Reroll machen. Außerdem sieht man hier unten, je nach Ergebnis, wie viel Schaden einem zugefügt wird. Das Spannende hier ist, dass die Rolle des Monsters immer von einem Gegenspieler übernommen wird. Das fühlt sich dann auch so ein bisschen nach Interaktion an. Das heißt, man kämpft nicht direkt gegeneinander, aber irgendjemand übernimmt immer die Rolle eines Monsters. Das wird per Zufall bestimmt. Oder im Automa-Modus gibt es hier noch so ein Deck. Da sieht man dann, was der Spieler macht, was der gewürfelt hätte, welche Aktionen der hier unten nochmal einsetzen möchte. Aber gehen wir jetzt mal regulär vom 2-Spieler oder mehr aus. Dann haben die Spieler solche Karten auf der Hand. Damit können sie diese Monster ja nochmal verstärken. Wir haben hier oben ein Symbol. Da sieht man immer, ob man das vor oder nach dem Würfelwurf anwenden muss. Das ist, bezieht sich auf die Monsterwürfe und das auf den der Spieler. Außerdem, wie viel Token oder Karten wir dafür noch ablegen müssen. Die Symbolik ist auch recht einfach. Bei dieser Hasenpfote, das ist ein, der beeinflusst immer den Wurf des Monsters. Das Kleeblatt immer den Wurf des Helden. In dem Fall würde der um -3 reduziert werden. Und das ist direkter Schaden, den der Held einnimmt. Und zu guter Letzt haben wir hier noch den Schaden, den der Held dem Monster zufügt. Der Kampf geht in folgender Weise jetzt ab. Der Spieler entscheidet, was er machen möchte, ob er irgendwelche von seinen Karten einsetzen möchte und sagt jetzt vielleicht, ja, ich habe ja hier so einen Token, den nehme ich. Und dann nehme ich diese Mind-Control-Karte, die dem Wert einfach plus 5 gibt. Nehme 2 Würfel, habe dann eine 5 plus die andere 5, würde eine 10 ergeben und das Ergebnis wären 3 Schadenspunkte für den Helden. Jetzt kann der sagen, finde ich nicht so geil. Ich gebe einen von diesen Token aus und sage, den musst du nochmal würfeln und zwar mit einem Malus von -2. Wäre immer noch das gleiche, kann er sagen, mache ich nochmal. Das heißt, er hätte jetzt ein Ergebnis von 4, -4 würde ein Ergebnis von 0 darstellen, plus 5 macht 5. Wären 2 Schadenspunkte. Jetzt kann er selber wieder einen ausgeben und der würde wieder plus 2 geben, so lange bis man sich auf ein Ergebnis geeinigt hat und dann trägt der Held die Lebenspunkte ab. Andersrum greift er genauso an, guckt natürlich, ob er irgendwelche Sachen hat, die er nochmal einsetzen möchte. Vielleicht sagt er, ach, dieses scheiß Schwein kriege ich mit meinen Attacken gar nicht direkt kaputt, aber ich habe hier eine Zauberrolle, die möchte ich vor dem Kampf verwenden, benutze die jetzt, Würfel und habe ein laues Ergebnis von 4. 4 wären hier ein Schadenspunkt plus noch ein 2. Damit kann man natürlich nicht leben. Würde ich eher einen davon ausgeben und nochmal würfeln. Ups, Entschuldigung, natürlich nur einen der Würfel. Wäre jetzt 3 plus 2, 5, 7. 7 wären hier 2 Lebenspunkte und hier nochmal 2 macht 4. Damit hätte man den besiegt, würde dann als Belohnung ein Erfahrungspunkt, 2 Gold und wieder so eine Karte kriegen, die man bei dem Gegner anwenden kann. Außerdem, je nachdem, welches Monster ich hier besiegt habe, würde ich da vielleicht nochmal 3 Münzen, 4 Münzen und die Gegenstände bekommen, die da drauf zu sehen sind. Außerdem kann ich mich noch entscheiden, solange ich Platz habe und ich kann die noch wegschmeißen jederzeit, wenn dem mir danach ist, einfach eine Trophäe hiervon mitzunehmen. Und das würde ich sagen, mache ich mal glatt, weil ich ja hier noch Platz habe. Und hier habe ich auch glatt vergessen, noch ein Feld aufzudecken. Auch das hole ich noch mal schnell nach. Und da sehen wir jetzt hier, ist ein Fragezeichen. Dann heißt es, da kommt eine Sidequest. Dann decken wir eine passende Sidequest dazu auf, drehen die um. Und da sagt dann der Jäger, er möchte eins von diesen Tieren bekommen. Und da unten sehen wir die Belohnung, die wir dafür kriegen. Machen wir natürlich gerne und haben glücklicherweise gerade ein. Das heißt, wenn ich das nächste Mal dran bin, könnte ich 2 Schritte hier hingehen, könnte den hier abgeben, würde die Belohnung bekommen. Da gibt es dann 2 extra Marker für. Gucken wir mal, was wir so gezogen haben. Wir hätten hier einen Rucksack. Damit kann ich einfach einen Gegenstand mehr transportieren. Oder ich habe hier Handschuhe. Den kann ich
verstärken mit diesen Edelsteinen und habe ein Leben insgesamt mehr. Außerdem, das ist der Kaufwert, das ist der Verkaufswert. Ich kann die für 2 verkaufen und am Ende des Spiels wird auch nochmal der komplette Wert der Ausrüstung zusammengezählt und darüber kann man auch nochmal Siegpunkte generieren. Und davon suche ich mir jetzt einen aus, würde wahrscheinlich die Handschuhe nehmen, kann dann direkt ausrüsten, würde dann hier meinen Lebensmarker um 1 erhöhen, genauso wie den hier. Und so bewege ich mich hier durchs Land, versuche hier verschiedene Monster zu besiegen, lege dann immer überall Marker drauf, als Zeichen, dass ich da war, dass ich hier was untersucht habe, dass ich dort mit dem Element interagiert habe. Und wenn ein anderer Spieler ebenfalls auf diese Felder möchte, wenn jetzt ein Mitspieler sagt, ja, ich möchte auch hier die Minen durchsuchen, denn ich habe einen Marker da liegen, dann muss er 1 Münze an mich bezahlen. Das trifft auch auf andere Gegenden zu. Hier auf der Übersicht sehen wir, wo es nachher alles für Punkte gibt. Im Endeffekt, je mehr Felder man bereist hat, desto mehr Punkte kriegt man, desto besser die Ausrüstung. Je größer und je mehr belegt, desto mehr Punkte kriegt man. Und natürlich, je mehr Aufgaben man erfüllt hat, je mehr Erfahrungspunkte man in der Zeit schon gesammelt hat. Außerdem sieht man hier, was die ganzen Edelsteine können, was man in der Kirche machen kann. Und wer möchte, kann auch diesen hier benutzen. Das heißt, man kann die Kämpfe ein bisschen leichter gestalten. Wenn man selber einen schlechten Wurf gemacht hat, 2 bis 5, dann wird dieser Würfel um 1 hochgedreht. Wenn der Gegner einen besonders starken Wurf gemacht hat, dann wird der ebenfalls hochgedreht. Und man kann dann die wieder runterdrehen, um hier für beliebige Effekte, die einem beim Kampf helfen, zu erhöhen. Zum Beispiel für 3 könnte ich sagen, mein nächster Wurf kriegt +1 und fügt noch zusätzlich einen extra Schadenspunkt. Je nach Szenario gibt es dann natürlich noch ein Finale. Ich habe jetzt mal hier Faruga, einen sehr schönen Drachen, der einfach nochmal das Land angreift. In Runde 13 fängt er an. Das ist der für den Singleplayer. Der wird natürlich stärker, wenn man mit mehreren gegen ihn kämpft. Da ist das dann so leicht kooperativ. Und dann gucken wir in seinem Attack-Deck, wo er als nächstes angreift. Ich drehe das jetzt einfach mal hier um. Und dann sehe ich, an diesen Gebäuden würde er im Süden angreifen. Natürlich wäre die Map insgesamt schon aufgedeckt. Und dann würde man sehen, wo sind diese Gebäude, wo ist das, was am nächsten am Süden ist. Südost und Nordost. Da würden dann Marker draufgelegt werden und dann würden wir wissen, dass er da angreift. Das heißt, ich kann mich in den letzten 2 Runden nur noch bewegen, könnte da hingehen und könnte gegen den kämpfen. Würde 6 Schadenspunkte kassieren. Außerdem in Abhängigkeit davon, wie viel Schaden ich zufüge, würde ich dann auch nochmal 5 oder 3 Schadenspunkte bekommen oder wenn ich 8 oder mehr Schadenspunkte zufüge, sogar einen Erfahrungspunkt obendrauf. Und wenn wir ihn nachher besiegen, kriegen wir natürlich auch nochmal Erfahrungspunkte. Und dann sieht man, was das Ergebnis so ist. Ich habe beim Singleplayer-Modus 49 erreicht. Ich denke, das ist so gerade okay. Leider nicht die 50 oder mehr. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck darüber vermitteln, wie ungefähr der Spielflow ist, was man so machen kann. Denn über 30 Seiten Anleitung klingt natürlich erstmal viel, ist aber gar nicht ganz so viel, weil viele Erklärungen bei sind, viele Bilder. Liest sich schon mal jetzt ganz gut, auch wenn sie noch nicht final ist. Apropos nicht final, auch das Material. Das sieht natürlich jetzt alles schon sehr final aus, ist aber lediglich ein Prototyp. Auch da kann sich noch mal was tun. Was genau seht ihr in der Kampagne? Was zum Beispiel für mich wirklich hilfreich wäre, wäre ein Insert. Ich habe mir jetzt aus dem 1-Euro-Shop ein paar so Boxen geholt, um das zu sortieren. Das ist natürlich jetzt nicht das, was man sich wünscht, weil hier wären, das sind über 6 Kilo Material da drin und das alles in irgendwelche Zip-Beutel reinzupacken, ist natürlich nicht das Geilste. Das ist einer der größten Kritikpunkte, die ich hier schon habe. Den anderen will ich gleich mal hinterherhauen. Das ist für mich die Spielzeit. Das ist ein Pro und ein Contra gleichzeitig, denn die Zeit geht, verfliegt hier. Das ist unglaublich. Also ich habe das alleine auch einmal gespielt, gucke auf die Uhr und denke so, oh, 2,5 Stunden sind schon um. Ich komme jetzt hier langsam zum Ende. Hat sich gar nicht so lange angefühlt. Genauso wie ich das mit einem Kumpel gezockt habe. Und wir haben also 2 Stunden gespielt, waren noch nicht mal zur Hälfte rum. Denn die Spielzeit sagt hier 60 bis 120 Minuten pro Spieler. Das kommt leider auch ungefähr hin, je nachdem, wie regelfest ihr seid, wie schnell ihr eure Entscheidung trefft, nähert man sich vielleicht der Stunde pro Spieler oder gegebenenfalls mehr. Es ist erstaunlich, weil die Züge fühlen sich wirklich kurz an. Man ist irgendwie, ich will da kämpfen und ich will da vielleicht das Mining machen,
Dann, ja, dann bleibt mir hiermit nur noch bewegen, kämpfen, gucken, was kriege ich für ein Loot, fertig. Der nächste sagt, ich will vielleicht einmal handeln, sagt hier, ich gehe dahin und handel, damit ist mein Zug eigentlich auch schon beendet. Ihr könnt schon mal weiterspielen, während ich hier einkaufen gehe. Also die Züge sind wirklich kurz, gefühlt jedenfalls. Irgendwie verfliegt trotzdem die Zeit, ich weiß gar nicht wohin. Aber das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen für ein Spiel. Wie gesagt, das Schlechte daran ist, ihr müsst definitiv auch Zeit mitnehmen. Also wenn ihr nur 2 Stunden Zeit habt, wird das wahrscheinlich schon eng auf den Tisch zu klatschen. Ich würde auch empfehlen, das mit maximal 3 Leuten zu spielen. Es funktioniert sehr gut alleine. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten, ne, braucht man vielleicht auch mal Spiele, die man alleine spielt. Das fühlt sich nämlich alles ein bisschen solitär an. Ich hatte erst befürchtet, zu solitär. Aber dadurch, dass man immer wieder die Monster übernimmt und damit würfelt und dann push your luck, würfel ich nochmal, mache ich höher, mache ich niedriger, welche Karten spiele ich, ist da auch im Kampf immer so ein bisschen Taktik und Strategie drinne. Und das reicht einfach als Interaktion aus in diesem Falle. Genauso wie wer es wo zuerst will irgendwo die Felder besetzen, wo dann die anderen mir Einkommen zahlen müssen, weil ich die Taverne schon besitze, in der sie jetzt kaufen möchten, oder in die Mine, wo sie irgendwas suchen möchten, ist von mir schon gebaut. Von daher müssen die da jetzt abdrücken. Und das gipfelt dann natürlich alles mit dem großen Kampf gegen den Drachen, je nachdem welches Szenario ihr gewählt habt. Auch hier ein kleiner Kritikpunkt von mir. Es gibt zurzeit 3 Szenarien. Das ist für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig, aber der Verlag hat gesagt, ja, sehen die auch so, und da wird wahrscheinlich das ein oder andere noch kommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es so ein typisches Stretch-Goal Ziel, dass da einfach mehr Szenarien noch drin sind. Auch Fanbase-Szenarien werden hier wohl möglich sein. Ich finde übrigens, dass das Artwork ganz stimmig ist. Irgendwie ruft das bei mir jedenfalls diese alten Erinnerungen an diese klassischen Hack-and-Slay-Rollenspiele aus, worum es hier natürlich dann jetzt auch geht. Neue Fähigkeiten lernen, neue Ausrüstungsgegenstände holen, einfach mächtiger, stärker werden und dann die Gegner wegsmashen. Oft ist das auch so, dass gerade der letzte Wurf, der muss jetzt klappen. Entweder ich besiege jetzt den Gegner, ich werde von der Spinne gefressen oder was weiß ich. Und dann kommt da natürlich immer Spannung auf. Das hat bei mir erstaunlich gut funktioniert, war ich ein bisschen überrascht. Ich würde jetzt gar nicht mehr so viel weiter darüber rumreden wollen, sondern ich sage nochmal ganz kurz auf den Punkt gebracht, für wen ist das Spiel? Und zwar die Leute, die sich für diese, ich erkunde eine Map, ich entwickle einen Charakter, der besser wird, ich hole mir neues Equipment, ich smashe ein paar Gegner weg. Wer daran erstmal prinzipiell Interesse hat, sollte da schon mal genauer hingucken. Außerdem, wichtig ist, dass wir hier kein Kampagnenspiel haben. Das sind alles One-Shots, das heißt, ich baue das Spiel auf, ich spiele es zu Ende und dann ist Schluss. Ich muss nicht nächstes Mal weiterspielen, ich muss nicht 10 Spiele in Folge spielen. Auch wieder ein Pro und Contra. Ich habe ehrlich gesagt immer ein bisschen Probleme mit den Kampagnenspielen, will mich da aber bessern, drück mal die Daumen für mich, dass das auch mal auf meinem Tisch funktioniert, aber meistens ehrlich gesagt tue ich mich ein bisschen schwer damit, jede Woche das gleiche Spiel zu spielen und da dran zu bleiben. Von daher ist sowas natürlich ganz cool, wenn man dann 2, 3 Freunde hat, am besten 2 Freunde, wie gesagt, zu dritt, setzt man sich einfach mal Nachmittag hin, nimmt sich 5, 6 Stunden Zeit und rattert das Ding dann an einem Abend runter. Dafür ist das durchaus gemacht. Mehr kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, außer geht bitte mal auf Kickstarter, werft einen Blick darauf, guckt, ob das Spiel was für euch ist. Ich finde, ein durchaus fairer Preis für das ganze Material, das ihr bekommt. Ich persönlich würde gleich $10 mehr ausgeben, um die Miniaturen zu backen, die ich euch inzwischen auch schon irgendwo eingeblendet habe, weil die sind echt groß und echt schick. Bis zum nächsten Mal, euer Löw.